Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Sarah und heute geht es um Nomenverbverbindungen. Eine Nomenverbverbindung besteht aus einem Nomen und einem Verb. Zum Beispiel die Entscheidung treffen. Die Entscheidung ist das Nomen und treffen ist das Beispiel. Beides zusammen nennt man Nomenverbverbindung, da eigentlich diese Verbindung aus einem Nomen und einem Verb besteht. Beachtung finden. Beachtung ist das Nomen, finden ist das Verb. Das Nomen trägt die Bedeutung der Nomenverbverbindung. Das Nomen trägt die Bedeutung dieser Verbindung. Das Verb ist dann untergeordnet. Zum Beispiel, Sarah traf die Entscheidung, in Deutschland zu studieren. Die Entscheidung treffen ist in unserem Beispiel die Nomenverbverbindung. Oft werden Nomenverbverbindungen haben die Bedeutung eines Verbes. Zum Beispiel hier, die Entscheidung treffen. Diese Nomenverbverbindung hat die Bedeutung eines Verbes. Und das Verb ist entscheiden oder lautet entscheiden. Die Entscheidung treffen, entscheiden. Okay? Oft wird das Verb aus dem Nomen der Nomenverbverbindung abgeleitet. Also entscheiden wird von dem Nomen der Nomenverbverbindung abgeleitet. Und das heißt dann entscheiden. Die Entscheidung treffen, das Verb ist dann entscheiden. Das heißt, ich kann aber auch sagen, Sarah entschied, in Deutschland zu studieren. Anstatt zu sagen, Sarah traf die Entscheidung, in Deutschland zu sagen. Aber beides geht und beides sind richtig. Seine Forschung fand auch im Ausland Beachtung. In diesem Beispiel lautet die Nomenverbverbindung Beachtung finden. Diese Nomenverbverbindung hat die Bedeutung eines Verbes. Und das Verb lautet beachten. Oft wird von dem Nomen, also von dem Nomen dieser Nomenverbverbindung, das Verb abgeleitet. Nochmal, oft wird von dem Nomen dieser Nomenverbverbindung das Verb abgeleitet. Das heißt, hier wird das Verb beachten von dem Nomen dieser Verbindung abgeleitet. Beachtung finden, beachten. Von Beachtung wird das Verb beachten abgeleitet. Und das Verb kann natürlich die Nomenverbverbindung ersetzen. Das heißt, ich kann sagen, seine Forschung würde auch im Ausland beachtet. Man kann aber auch sagen, seine Forschung fand auch im Ausland Beachtung. Beides geht und beides sind richtig. Viele Nomenverbverbindungen fordern ein Präpositionalobjekt. Ersetzt man in diesem Fall die Nomenverbverbindungen durch ein Verb, ändert sich meist die Struktur des Satzes. Was heißt das? Zum Beispiel, Sarah stellt einen Antrag auf ein Stipendium. Die Nomenverbverbindung in diesem Satz lautet einen Antrag stellen. Aber diese Nomenverbverbindung fordert ein Präpositionalobjekt. Und wenn man in diesem Fall die Nomenverbverbindung durch ein Verb ersetzen will, dann wird sich die Struktur des Satzes meist geändert. Wie hier. Sarah beantragt ein Stipendium. Sarah stellt einen Antrag auf ein Stipendium.
diese Nomenverbverbindung einen Antrag stellen, fordert ein Präpositionalobjekt. Und wenn man das durch ein Verb ersetzen will, dann ändert sich meist die Struktur des Satzes. Sarah beantragt ein Stipendium. Beides gilt und beide sind richtig. Okay? Jetzt wird das natürlich klar mit den Beispielen. Ich habe hier viele Beispiele aufgeschrieben. Anspruch. Maskulin. Den oder einen Anspruch haben bedeutet berechtigt sein. Alle Kinder haben einen Anspruch auf einen Teil des Erbes. Alle Kinder haben einen Anspruch auf einen Teil des Erbes. Etwas für sich in Anspruch nehmen. Etwas für sich in Anspruch nehmen. Bedeutet etwas beanspruchen. Etwas für sich haben wollen. Und hier steht natürlich immer die Bedeutung auf Arabisch. Obwohl alle mitgearbeitet haben, wollte er den Erfolg für sich allein in Anspruch nehmen. Obwohl alle mitgearbeitet haben, wollte er den Erfolg für sich allein in Anspruch nehmen. Obwohl stellt das Verb ans Satzende. Obwohl alle mitgearbeitet haben. Und in diesem Beispiel ist es natürlich ein egoistisches Verhalten. Okay? Etwas nimmt jemanden in Anspruch. Jemand ist beschäftigt mit etwas. Okay? Diese Arbeit nahm sie sehr in Anspruch. Sie hatte keine Zeit mehr für andere Aktivitäten. Diese Arbeit nahm sie sehr in Anspruch. Sie hatte keine Zeit mehr für andere Aktivitäten. Also ich in meinem Alltag verwende immer Nomenverbverbindungen. Ich finde das einfach schöner und das hört sich auch gut an. Okay? Diese Arbeit nahm sie sehr in Anspruch. Man kann aber auch sagen, sie hat sich mit dieser Arbeit sehr beschäftigt. Oder sie hat sich sehr mit dieser Arbeit beschäftigt. Okay? Beides geht. Diese Arbeit nahm sie sehr in Anspruch oder sie hat sich mit dieser Arbeit beschäftigt. Deswegen hatte sie keine Zeit mehr für andere Aktivitäten. Oder sie hatte keine Zeit mehr für andere Aktivitäten. Okay? Anspruch erheben auf plus Akkusativ. Etwas beanspruchen, etwas fordern. Auch die Kinder, die nicht im Testament genannt werden, erhoben Anspruch auf einen Teil des Erbes. Auch die Kinder, die nicht im Testament genannt werden, erhoben Anspruch auf einen Teil des Erbes. Ansprüche ist die Pluralform von Anspruch. Ansprüche stellen an plus Akkusativ. Verlangen, und das bedeutet verlangen, fordern von etwas. Er stellte keine besonderen Ansprüche an das Leben. Er war zufrieden mit dem, was er besaß. Er stellte keine besonderen Ansprüche an das Leben, er war zufrieden mit dem, was er besaß. Ich kann natürlich sagen, er verlangte keine besonderen Ansprüche von dem Leben. Oder er stellte keine besonderen Ansprüche an das Leben. Beides geht. Abhängigkeit. Die Abhängigkeit. In Abhängigkeit geraten bedeutet abhängig werden. Das Wort Abhängigkeit hat zwei Bedeutungen. In dieser Folie
zeige ich euch die erste Bedeutung und dann in der nächsten Folie wird die zweite Bedeutung dieses Wortes gezeigt. Abhängigkeit, die, jedes Wort, das mit Kite endet, hat den Artikel die. In Abhängigkeit geraten bedeutet abhängig werden. Viele Länder geraten durch diese Richtlinie wieder in neue ökonomische Abhängigkeit. Viele Länder geraten durch diese Richtlinie wieder in neue ökonomische Abhängigkeit. Das Beispiel ist ja natürlich schwierig, man muss ja mehrmals lesen und dann versteht man das. Zu einer Abhängigkeit führen, und das ist die zweite Bedeutung des Wortes. Abhängigkeit bedeutet in der Medizin, zu einer Abhängigkeit führen bedeutet in der Medizin abhängig machen. Zum Beispiel, der Konsum dieser Drogen führt zu einer Abhängigkeit oder zu einer massiven Abhängigkeit. Der Konsum dieser Drogen führt zu einer Abhängigkeit. In der vorigen Folie deutet Abhängigkeit anders. Aber in der nächsten Folie habe ich auch natürlich euch die zweite Bedeutung dieses Wortes gezeigt. Okay? Abfuhr. Die Abfuhr. Jemandem eine Abfuhr erteilen. Jemanden abweisen. Er wollte mehr Gehalt, doch sein Chef erteilte ihm eine Abfuhr. Er wollte mehr Gehalt, doch sein Chef erteilte ihm eine Abfuhr. Absage. Die Absage. Jemandem eine Absage erteilen. Jemandem absagen. Bezüglich Ihrer Bewerbung müssen wir Ihnen leider eine Absage erteilen. Da wir kein neues Personal benötigen. Bezüglich Ihrer Bewerbung müssen wir Ihnen leider eine Absage erteilen, da wir kein neues Personal benötigen. Ja, und jetzt sind wir fertig. Ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat. Wenn ja, dann gebt mir bitte einen Daumen nach oben. Und ja, bis nächstes Video.